Der! Let's plunder! Schleiche ich. Das ist der Plan? Ja, muss ich tatsächlich. Wir befreien Männer und suchen ein schnelles Schiff für die Flucht. Da ist eine Brücke in der Flotte. Ich mach mich auf den Weg. So. So, warum hast du ihn jetzt wieder nicht... Ach, egal. Manchmal klappt es einfach nicht. Manchmal steht man angemessen hinter Deckung und, Oh, hallo. Zack. Na, hast du mich gehört? Aber man sieht das, ne? Also wenn sie in Deckung kommen, dann fangen sie also an zu schimmern quasi. Ja, erbeuten. Ja, zack. Hui. Ja, als Ausguck muss man schon aufmerksam sein. Sonst kann das schon passieren, dass man irgendwie halt, so. Mit E kann ich mich da jetzt ranhängen. Nein, ich will mich an diesen Haken hängen. Ich will mich doch bitte nicht fallen lassen. Auf gar keinen Fall will ich mich fallen lassen. Kann ich, wenn ich hier mit Anlauf lang... ich riskiere es nochmal. Aha! Guckt sich das... hallo! ja. Oh, das sind jetzt ein bisschen viele. Ich habe nichts gesagt. Ich bin ganz ein guter Kämpfer, wie es aussieht. Da war noch einer, ich habe das doch gesehen. Da! Zack! Und Blut und Tod. So, meine Herren. Warum muss ich überhaupt schleichen, wenn ich einfach... Ich muss anscheinend nicht mal schleichen. Ich kann ja wirklich... nein, ich wollte nachladen. Weg! So, F war's. Kleinvieh macht auch Mist und alles, wie das so schon heißt. Das war ganz schön cool. Ich wollte einfach nur so Berserker-mäßig auf ihn zurennen. Einfach mal vor ohne Pieplung meiner bisherigen Schleichstrategie. Ich hatte eigentlich nicht vor, ihn direkt über die Reling zu boxen. Aber naja, ich beschwere mich nicht. Moin. Die Sache hat einen Haken. Du musst mit mir segeln. Dafür folge ich dir in die Hölle, Mann. Und er haut ab. Hey, da, hallo, ich meinte auf diesem Schiff schon. Ja, das ist hallo, mein Schiff jetzt. Ich hab die alle umgebracht. Mann, wo wollt ihr hin? Ich hab euch ansonsten nicht von einem anderen Schiff gesagt. Hallo. Das ist doch albern jetzt. Das ist... Naja, aber sind zumindest gute Schwimmer. Ja gut, kann ich da irgendwie so über die Takelage da irgendwie rüberspringen? Das wäre voll cool. Da wollte ich ja nicht draufklettern, aber gut. Nee, hier konnte ich auch nur hier wieder runter. Dann schwimmen wir halt.
Wenn die das können, kann ich das auch. Zack, wo sind wir denn? ¿Qué nos está retrasando? Ya deberíamos haber hecho la mitad de la ruta a las Bermudas. Oro, plata, jade. So, hier sieht es aus, als könnte ich da hoch. ¿Y agua qué? ¿O comida? Me preocupa más mi estómago que las arcas del rey. Da kann ich nicht hoch, okay. Also, das hat doch sicher, standardmäßig hat das doch irgendwo eine Ankerkette. Oh, ja, oder sowas halt, nicht? Espera un momento. Aua! Lo he encontrado. Intentas dejarlos atrás, usarlo. Un blanco claro. Na gut. Na, kommen Sie ran. Was wollt ihr? Ha! Aua! Aua! So, komm her. Was willst du denn? So. Alle kaputt. So, ich kümmere mich gleich um euch, Leute. Ich muss nur erst hier, ich kenne euch, ja? Nein! Na los, Leute. Wenn wir heute ertrinken, dann sicher nicht hier. Okay. Ah. Ich hätte ihnen zugetraut, dass sie erst hier die Leute ausplündern. So. Mehr Gefangene gibt's in der Richtung. Haha. Das war ganz schön cool. Jetzt komme ich da nur nicht hoch. Ah! So. Aha. Mahlzeit, ihr Spacken! Na! Hey, das war gar nicht so klug. Hilfe! Warum ziehst du deine Waffen bitte nicht? Er zieht seine verschissenen Waffen nicht! Wollt ihr mich verarschen? Au! Au! Oh Mann! Weltbester Assassine! Ist das zu glauben? Okay, immerhin muss ich nicht alles nochmal machen. Ich kann diesen coolen Sprung nochmal machen. Oh hey! Na! Ihr sitzt Pisser! Au! Er hat mir da eine Bombe vor die Füße geworfen. Das ist egal. Nein, nein, das geht schon. Au! Das ging doch nicht. Aber dieser Sprung direkt aufs andere Schiff ist zu cool, um den nicht zu machen. Also das muss ich schon, so leid es mir tut, ich muss das jetzt nochmal so ausprobieren. Ui. Oh, ich kann hier so von... Bam! 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 Zack! Aua! Was habe ich da gemacht? Also so richtig, ja, das war gewollt. Das war hundertprozentig gewollt. Das war gelogen, das war überhaupt nicht gewollt.
Ich weiß nicht, warum ich das gerade so einen epischen Slow-Mo-Move gemacht habe, aber ich beschwere mich auch nicht. Ich habe doch gesagt, dass so auf diese epische Art funktioniert das. Na? Granda. Ist aber auch schon wieder ein Mistwetter hier. Preparaos para partir. Casi tenemos encima la tormenta. ¿Y qué pasa con los prisioneros? Que se ahoguen. Mejor ellos que nosotros. Zack! Jawohl, so macht man das nämlich. Langsam kriege ich das raus, müsste ein weltbester Assassine sein. Auch wenn ich ja streng genommen gar kein Assassine bin. Da ist eine Brick in der Nähe, die nur auf uns wartet. Woher weißt du das? Ich meine, der eine Typ hat dir gesagt, ich gehe jetzt, also ich mache uns da eine Brick klar. Ui. Nein. So, au. Das ist keine Deckung. Die sollten mal klar machen, was hier Deckung ist und was nicht. Zack, zack, au. Okay, ich glaube, das war dumm. Hat er überlebt, dass ich ihn da runtergeschmissen habe, oder was? Es ist schon witzig, dass er dann wieder hochklettert. Naja. Aber auch ein bisschen dumm. Ich meine, wenn ich an seiner Stelle wäre, vielleicht eher auf eines der anderen spanischen Schiffe drauf und hätte da Bescheid gegeben. Andererseits hat er wahrscheinlich nie erwartet, dass ich der weltbeste Assassine bin. Er dachte wahrscheinlich, ich kletter da jetzt hoch und wenn ich da oben bin, haben meine Kameraden den schon längst platt gehauen. Ja, hättest du wohl. Hast du dir so gedacht? Aber da hast du nicht mit Bakhtis Bedok. Sag mal, was? Wollt ihr so lange hier im Wasser treiben, bis ich die Brick da klar gemacht habe? Naja. Ja, kann sich nur um Stunden handeln. Ah, nein. Eigentlich hatte ich vor zu pfeifen. Das hat nicht so funktioniert. So. Nein, du kletterst da bitte links hoch, nicht auf die Tür zu. Türen sind deine Feinde. Kann ich hier nicht pfeifen? Ich möchte gerne pfeifen. Du solltest eigentlich in Deckung. Egal. Und links und rechts und der ist doch jetzt von alleine gesprungen, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Na, möchtest du auch? Der kommt auch wieder hoch. Was geht? Das hat nicht zu weit. Egal. Kommt er nochmal wieder hoch? Das finde ich witzig. Na?
So. Ich will nicht die Waffe aufheben. Die Waffe ist mir völlig egal. Mir geht es nur um den Rubel. Oh, Kugeln voll. Ich kann hier nochmal nachladen. Kann ich nochmal erbeuten hier? Nee, Mist. Ja, ist so ein typischer Fall von überzähligen Kugeln. Wenn ich sie selber nicht mehr tragen kann, dann schmeißen wir so vorsichtshalber über Bord, damit der Feind sie nicht behalten kann. Naja, jetzt habe ich aber auch wieder... Da hatte ich eine Kugel gefunden. So, wo sind denn hier die Gefangenen, bitte? Sind hier unter Deck oder wie sieht das aus? Ja, anscheinend schon. So, aber das wollte ich noch schnell hinter mich bringen. So, Luke. Hallo. Voy a ir a lo más alto. Esto es una locura. Cálmate, no pasará nada. En unos minutos partiremos. Ach, Mann. Du. Und? Put. Intenta escapar. Ich muss sagen, diese Schleichpassagen machen mir ganz schön Spaß. Das ist ganz schön. Ich wollte gleichzeitig spaßig und cool sagen und beinahe wäre schwul draus geworden. Das ist ein cool spaßiges Spiel auf jeden Fall. Und alle schwärmen mir von den Seeschlachten vor. Da sind wir ja noch gar nicht angekommen. Boing. Komm, du legst dich gleich mal durch deinen Kollegen durch. So. Was erwartet uns im nächsten Raum? Deja de retorcerte, pirata. ¿Me entiendes? No te muevas. Ja, kann ich die jetzt? Ach so, einfach, naja, gut. Wir gehen an Deck. Seid bereit. Du brauchst nicht leise zu sein. Ich habe die komplette Besatzung umgebracht. Wir sind keine Gefangenen, wir stehen nur auf Fesselspielchen. Optionale Missionsziele, 23 Piraten befreien. Hatte ich auch die Option, weniger Piraten zu befreien? Wahrscheinlich, wenn ich die hier zuerst befreit hätte, dann irgendwie... Naja. Ich will kein Gerät auswählen, was willst du von mir? Ich kann nochmal meine Hexersinne, Entschuldigung, mein Adlerauge hier anmachen. Aber ich sehe nichts von Interesse. Auf geht das. Oh, jetzt muss ich noch den Kapitän eliminieren. Achso, von meiner zukünftigen natürlich, ne? Ja, das ist cool. War das der Kapitän?
Ich glaube. Das Schiff stehlen. Ja, aber da ist ja noch Besatzung drauf. Nee, das muss ich. Die muss ich erst noch. Ah! Zack! Oh, nein, der hat auch geschimmert. Aua! So. Zack. Das soll jetzt mein Schiff werden hier, ja? Dann, auf geht das. Alle an Bord, Leute. Wir ist tatsächlich die ganze Zeit da unten. Euren Begräbnis, ihr Hafendirn. Da kommt ein rauer Wind. Er hat recht. Ihr lichtet den Anker und der Rest. Ein Teil zum Forkmast, ihr geht zum Hauptmast. Wir entkommen diesem Hurricane. haben da jetzt tatsächlich die ganze Zeit Wassertreten gemacht. Passt diese Galeonen auf, dass sie uns keinen Ärger machen. Keine Angst, zu langsam für das Wetter. An Steuer, Captain, du hast... Feindliches Feuer! Haben Treffer eingesteckt! Hopp. Viel, was dir sinnvoll erscheint, Mann. Wir sitzen in der Klemme hier. Die wissen, was zu tun ist. Die bringen uns heim. Gegner verfolgt! Um Feuerfässer zu benutzen, bringen sie zum Beispiel... Feuer! Ja! Aua! Ich werde beschossen. Hilfe! Au. Oh. Habe ich jetzt ein Feuer? Gegner feuert! Ich. Vorsicht, Mann! Ich check noch nicht, wie das mit diesem. Ich ah, Hilfe! Sie. Oh. Riesenwellen. Okay. Dr. Kavenzmann, nice. Riesenwellen können verheerende Auswirkungen auf ihr Schiff haben. Wenden Sie ihnen Ihre Vorderseite zu, um keinen Schaden zu erleiden. Gelingt das nicht, halten Sie die Leertaste, um in Deckung zu gehen und den Schaden zu minimieren. Okay. Vorsicht, Captain. Diese Gewässer werden vom Feind bewacht. So. Das ist... Ist das die Riesenwelle? Sehe ich das richtig? Oh! Feindliches Feuer! Eieieiei! Und Holz können das noch retten. Wir haben getroffen, Sir! Oh, ich... Wie ist Gebiet nicht verfügbar? Und fahr dieses Ach, verflixt! Ich bin jetzt tatsächlich aus dem Gebiet raus. Okay, nein, das schaffen wir noch. Ich habe gerade noch gesagt, von den Seeschlachten haben mir immer alle vorgeschwärmt. Das mit den Drehbassen habe ich noch nicht kapiert. Passt auf diese Galeonen auf, dass sie uns keinen Ärger machen. Keine Angst, so langsam für das Wetter. Rein zu feuern, Sir! Feuer! Ah, okay, so. Befiehl, was dir sinnvoll erscheint, Mann. Wir sitzen in der Klemme hier. Die wissen, was zu tun ist. Die bringen uns heim. Feindliches Feuer! Heck ihres Schiffes. Okay. Oh. Feuer! Wir haben uns, Captain! Vorsicht, Mann! Zack. Haha. Wo ist der verfluchte Pulverwaffe? Hat da gerade einer gesagt. Das finde ich gut. Ja, das hat ihn. Ja, das mit den Riesenwellen hatten wir ja schon. Weg, weg, weg. Feinde patrouillieren in diesen Gewässern, Captain. So. Und Bug da rein. Und. Bam! Haha. Wie bitte? Und fahr dieses Ding! Was für ein Ding? So, ich sehe zumindest keinen Gegner mehr. Oh, das ist wieder... Wasserhose, ausweichen! Oh, 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 oh! Hält noch, oh, shit. Aber schwer beschädigt. Eieiei. Das war gar nicht so gut. Das sieht nicht gut aus. Das ist ja mal cool.
Das ist ja aber richtig cool. Oh, ist das geil. Ich hab voll Spaß gerade. So, so. Hier einen Kavenzmann zu sehen. Gerade nicht. Ah, der Full Rogers gilt ja kaum. Und zack. Ich glaube, den Sturm abreiten nennt man das im Seemanns-Jargon, ne? Also, oh, 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 ich werde da wieder in die Windhose da reingezogen. Ist klar, also wenn so eine Riesenwelle kommt, dann ist normalerweise immer das Prozedere, halt wirklich den Bug reinzudrehen und eigentlich bei langsamster Fahrt, damit man die möglichst behutsam reinkommt. Wenn man ihn die Breitseite zuwendet, hat das natürlich eine riesengroße Angriffsfläche und schmeißt im Zweifelsfall ein Schiff um. Das ist natürlich nicht so geil. Und man geht halt mit Welle vom Steuerbord! Was? Man geht halt mit minimaler Fahrt da rein normalerweise, dass man halt sein... dass man zumindest seine Manövrierfähigkeit behält dabei. Bam! Ist das cool? Macht das Spaß? Oh Mann. Okay, da ist wieder so eine Wasserhose. Ich weiche der mal. Ich fahre voll rein, meine ich natürlich. Er hat gerade noch geklappt. Ah, aber ich bin nur ein bisschen. Ey, da ist nur so ein Aussichtspunkt oben auf dem Schiffswrack drauf. Ich fahre da jetzt mal nicht rüber, um da rauf zu klettern. Da ist mir das Wetter jetzt gerade nicht gut genug für. Das ist ganz schön cool. Es sollte in der Nähe sein, Captain. Macht das Spaß, meine Herren. Also ich bin echt ziemlich begeistert gerade. Ein Klabauter, Mann. Wir leben. Was für ein Chaos, Herrgott. Bei Gott, da haben wir dem Tod noch mal ein Schnippchen geschlagen. Ich bin Edward. Hab vielen Dank für deine Hilfe. Adewale. Warst du schon mal in Nassau, Adewale? Noch nicht. Bei Gott, sie hat gut eingesteckt, oder? Ich glaube, ich behalte sie. Du? Alle Mann nach Achtern! Ich bin Captain, dachte ich. Wir nehmen die Gute mit heim. Mission beendet. 23 Piraten befreit und Wachen von hinter einer Ecke getötet. Haha, hundertprozentig. Was soll's? Das ist, also ich muss sagen, es macht mir richtig viel Spaß gerade. Ich habe richtig, richtig viel Spaß an diesen Schleichpassagen und ich habe, ich glaube, ich komme auf jeden Fall auch bei diesen Seegefechten irgendwie langsam auf den Geschmack. Ich würde sagen, wir machen nochmal eben... Ja, die nächste Passage nehmen wir noch mit. Es wird wahrscheinlich noch eine kleine Videosequenz geben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Jetzt weiß ich es, Ade. Ich nenne sie Jackdaw. Nach einem listigen Vogel aus meiner Kindheit in Swansea. Schiffe umbenennen, das bringt Unglück. Ein liebisches Geschöpf, nicht? Habe ich dich etwa verstimmt, als ich mir die Brick genommen habe? An diese Art von Verstimmung habe ich mich gewöhnt, wenn ich mit Männern segle, die so bleich sind. Es stimmt. Die meisten würden dich nicht als Captain akzeptieren. Nun, welcher Posten könnte dieses Unrecht aufwiegen? Ich werde Quartiermeister. Nicht weniger. Nun gut.
Und als Quartiermeister hast du da einen Rat für deinen ungeübten Captain? Ruhe und ein Mahl wären gut vor Nassau. Etwas Trinkwasser sowie Reparaturen und Proviant. Vernünftig, Sir. Jagen wir also. Finden wir einen passenden Ankerplatz. Ich habe im Frachtraum ein paar Dinge gefunden. Pulver und einige Pistolen. Wenn möglich, fertige ich einen zweiten Holster an. Das wäre ein Anfang. Findest du das lustig? Können wir einen Moment über den Zustand des Schiffes reden? Gibt's Probleme? Heute früh habe ich mir das Kanonendeck angesehen und traute meinen Augen nicht. Ein Haufen Zündeisen gestapelt wie Zunder. Sowie eine Lunte, die tatsächlich noch brannte. Ach Gott. Direkt daneben zwei Fässer Schießpulver. Näher als ein Mann seinem Weib. Die beim ersten Funken in die Luft gehen. Wir werden es ordentlich verstauen. Und die Kanonen könnten wir gleich wegwerfen. Verstopfte Zündlöcher überall. Die Läufe setzen Rost an. Die Ladestöcke gerupft wie Hühner. Und die Zündschnüre so verrottet, dass sie als Nähgarn taugen. Auf den Punkt gebracht, wir brauchen gute Ausrüstung, die gut in Schuss ist. Wir können nicht jede Schlacht mit Glück und Geschrei gewinnen. Also kümmere dich ruhig um deine eigenen Waffen. Solange du darüber nicht die Jackdaw vergisst. Nun wohl wahr. Wir werden dafür sorgen, dass Schiff und Mannschaft in gutem Zustand bleiben. Das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wir haben ja anscheinend jetzt gut zu tun. Also denn wir haben ein eigenes Schiff, endlich. Die Jackdaw. Finde ich einen coolen Namen, muss ich sagen. Das Schiff sieht auch nice aus. Und die sind alle am Shanty singen, das ist auch sehr schön. Ja, damit verabschiede ich mich fürs Erste wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer gute Winde. Cheers!